не действовать во время первой брачной ночи. Результат должен быть один и тот же, понимаете? Der Damm ist kurz davor zu brechen. Diese Anzeichen sind den meisten Menschen deutlich vor Augen. Doch da die Medien und verantwortlichen Politiker sich größtenteils in Stillschweigen üben, denken sich die meisten, die Katastrophe wird schon nicht passieren. Aber genau die ist voll im Gange. Gerade nehmen Truppenbewegungen der NATO entlang der russischen Grenze eine Form an, wie es das seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat, seit der Operation Barbarossa, mit noch verheerenderen Konsequenzen, wenn diese Dynamik hin zu einer thermonuklearen Eskalation jetzt nicht gestoppt wird. Mein Name ist Kascha Kutschkowski und Sie sehen die Welt ohne Filter. Während hierzulande der Eindruck erweckt wird, dass die aggressive Konfrontation von der russischen und chinesischen Seite ausgeht, übersieht man offenbar ganz bewusst einige Lücken in der Abfolge des Wettrüstens und ihre Ursachen. Eine Abfolge, die bereits mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen wurde und insbesondere deutlich wird in der Ära der Obama-Regierung und ihrer konsequenten Weigerung, auf Russlands und Chinas wiederholte Vorschläge der Zusammenarbeit einzugehen. Anaconda 16 ist die treffende Bezeichnung für das gegenwärtige NATO-Manöver in Polen mit 31.000 Soldaten aus 24 Nationen. Gleichzeitig finden noch drei weitere Manöver in den baltischen Staaten und Polen statt, sodass insgesamt zwischen 50.000 bis 60.000 Soldaten direkt an der russischen Grenze operieren. Parallel dazu lief das amerikanische Kriegsschiff USS Porter, das zum amerikanischen Raketenabwehrsystem gehört, ins Schwarze Meer ein. Der US-Flugzeugträger USS Dwight Eisenhower mit seiner Kampfgruppe lief gleichzeitig vom Atlantik aus ins Mittelmeer ein und die USS Harry Truman verlagerte ihre Position von Golf durch den Suezkanal zum US-European Command ins Mittelmeer. Die BÜSO-Vorsitzende Helga Zeppler-Rusch betonte in ihrem letzten Artikel bezüglich des kommenden NATO-Gipfels in Warschau Anfang Juli einen Punkt sehr deutlich. Wenn es dabei zum weiteren Ausbau des US-Raketenabwehrsystems kommt, geplant ist unter anderem die Verknüpfung des Systems in Rumänien mit den raketenfähigen Ägäis-Kriegsschiffen, dann könnte sehr bald der Punkt ohne Wiederkehr erreicht sein. Das Auftreten von US-Verteidigungsminister Ashton Carter beim asiatischen Sicherheitsgipfel Anfang Juni machte erneut deutlich, dass Präsident Obamas Politik darauf abzielt, einen globalen Krieg zu provozieren. Carter erklärte, man müsse eine gegen China gerichtete NATO-ähnliche Struktur in Asien schaffen. Er protzte bei der Gelegenheit mit Washingtons Aufrüstung in der Region. Die Entsendung der fortgeschrittensten Kapazitäten, darunter Tarnkampfflugzeuge, Seepatrouillenflugzeuge, kontinuierliche Einsätze von B-2 und B-52-Bombern und den neuesten Kriegsschiffen. Anscheinend wird es aber einigen doch zu heiß unter den Sohlen, denn warnende Stimmen kommen hier und da immerhin durch. Ein gutes Beispiel hierfür liefert Außenminister Steinmeier, der im Gespräch mit Bild am Sonntag die Bereitschaft zum Dialog sowie Kooperation mit Russland fordert. Was wir jetzt nicht tun sollten, ist durch lautes Säbelrasseln und Kriegsgeheul die Lage weiter anzuheizen. Wer glaubt, mit symbolischen Panzerparaden an der Ostgrenze des Bündnisses mehr Sicherheit zu schaffen, der irrt. Wir sind gut beraten, keine Vorwände für eine neue, alte Konfrontation Freihaus zu liefern. Er betonte auch, dass es in unserem Interesse liege, Russland in eine internationale Verantwortungspartnerschaft einzubinden und aktuelle Beispiele gäbe es genug, wie den Kampf gegen radikalen Islamismus im Nahen Osten. Die Bereitschaft von Russland wurde abermals von Präsidentin Putin deutlich gemacht bei dem sehr erfolgreichen internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg vor einigen Tagen, bei dem er sich für eine amerikanisch-russische Kooperation aussprach, um eine sichere Welt zu schaffen. Er machte aber auch den wichtigen Punkt, dass die Zusammenbruchskrise des internationalen Finanzsystems die eigentliche Triebfeder der Kriegsmobilisierung sei. Umso wichtiger ist es nun, die Lösungen,
wie beispielsweise das Trennbankensystem, für die sich die Büso seit vielen Jahren einsetzt, zu unterstützen, zu verbreiten und letztendlich zu realisieren. Am vergangenen Samstag hat die Büso mit ihren Schwesterbewegungen in vielen anderen Ländern einen internationalen Aktionstag veranstaltet. Nicht nur, um vor dieser Gefahr zu warnen, sondern vor allem auf die Lösung hinzuweisen, sich nämlich dem neuen Paradigma, das durch die chinesische Politik der neuen Seidenstraße am deutlichsten wird, anzuschließen. Es ist allerhöchste Zeit, aus der NATO auszutreten und eine inklusive Sicherheitsarchitektur an deren Stelle zu setzen, die unser aller Überleben ermöglicht. Unterschreiben Sie unseren Aufruf, NATO-Gipfel in Warschau bereitet Krieg vor, höchste Zeit, aus der NATO auszutreten, und helfen Sie, ihn zu verbreiten.